Sicherheit und Bildung. Wir gestalten eine lebenswerte Zukunft. Elektrisch, digital. Für alle. Machen Sie mit. VDE. Heute Abend Zukunft der Elektromobilität in Hessen. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich im Namen des Hessischen Landtags. Parlamentarische Abende sind im Wesentlichen dazu da, dass der Austausch an Meinungen, an Informationen erfolgen kann, dass Sie den Abgeordneten vermitteln, was Sie gern hätten. Er gesagt hat, es geht vielleicht gar nicht so sehr darum, irgendwelche Forderungen zu stellen und zu sagen, was sie machen sollen, sondern eher darum, dass wir auch mal von der technischen Seite erklären, was technisch machbar ist. Denn das ist teilweise kein Wunschkonzert, sondern da gibt es halt physikalische Regeln, die müssen eingehalten werden. Ich meine damit nicht das, was gerade schon angesprochen wurde, nämlich wie viele Ladesäulen müssten eigentlich in der Stadt wo stehen, sondern ich meine, wie sind die Auswirkungen der Elektromobilität auf die Stromnetze? Es werden 1300 Ladesäulen errichtet und damit wird Rüsselsheim eine der Städte mit der höchsten, sag mal, Ladepunktdichte innerhalb der europäischen Städte werden. Also von den Autobahnladestellen über Tankstellen, Truckstops. Wir haben Depotlösungen für Busse. Da geht es ja auch darum, dass man relativ viel Energie auf kleinem Raum braucht. Und dass die Abgeordneten Ihnen vermitteln, was denn geht. Und ich habe mich ein bisschen gestoßen daran, dass die Vorträge doch sehr stark auf den städtischen Raum abheben. Ich würde sagen, es ist genau umgekehrt. Man braucht ein praktisches Auto. Ich brauche nicht so ein buntes Ei. Ich brauche eine Klapperkiste, die eckig und kantig ist, wo ich viel reinladen kann. Ja. Und die muss jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Strecke schaffen. Das einzige Problem ist, das Auto gibt es nicht. Und deswegen wird es auch nicht gekauft im ländlichen Raum, wo wir die ganze Ladeinfrastruktur quasi alle schon zu Hause haben. Und ich habe das Gefühl, da wird was übersehen und da wird was übergangen. Wir haben sehr gute Erfahrungen, unter anderem mit Projekten in Italien, die sehr viel ländlichen Raum dabei haben, also 5000 Ladesäulen, wo man auch sieht, dass da Mobilität im ländlichen Raum sehr stark elektrisch stattfinden kann. Die Politik hat dann die Aufgabe, aus all dem, was sie hört, aus all dem, was vorgetragen wird von den Fachleuten, dann eine vernünftige Mixtur zu machen und dann nach Ihrer Vorstellung das Richtige über die Bühne zu bringen. Wir möchten die Elektromobilität in Hessen gar nicht fördern. Wir sehen Elektromobilität als Teil eines Mobilitätsmixes, aber natürlich muss sich die Elektromobilität gewissermaßen selbst durchsetzen. Das heißt, wir müssen dringend auch unseren Verkehr umstellen, weil ein großer Teil unserer Treibhausgasemissionen aus dem Verkehrssektor kommen. Und daher brauchen wir eine Verkehrswende hin zu emissionsfreier, also abgasfreier Mobilität. Sie ist unzweifelhaft ein Teil des zukünftigen Verkehrsflusses in Hessen und deshalb ist es gut, dass der VDE heute eine solche Veranstaltung angeboten hat, um mehr Kenntnisse zu bekommen. Wir sind der Überzeugung, dass die Verkehrswende ohne Elektromobilität auch nicht zu stemmen ist, aber da gehört noch viel mehr dazu, als einfach nur die Autos elektrisch fahren zu lassen. Und wir wollen einfach in diesen parlamentarischen Abenden die Politik, die Wissenschaft und die Industrie zusammenbringen, um gemeinsame Lösungen für anstehende Probleme, die gerade die Elektromobilität darstellen, auch zu finden. Der VDE Rhein-Main ist ja vor allen Dingen neutral und er hat eine sehr hohe technische Expertise. Das heißt, ich glaube, dass der VDE gewissermaßen so etwas wie ein neutraler Schiedsrichter sein kann. Es wäre natürlich großartig, wenn der VDE mit uns dafür kämpft, dass Elektromobilität bezahlbar wird, also dass es auch bezahlbar gute Angebote gibt. Diesen Input, wie wir ihn heute Abend erlebt haben, ist genau das, was man von einem Verband wie dem VDE erwarten kann, nämlich immer wieder aktuelle Themen aufzugreifen. Das war sehr sachliche, interessante Informationen, das müssen wir verbreitern. Ich erlebe das selbst immer, dass die Leute sehr erstaunt sind, wenn ich sage, dass die meisten Autos im Durchschnitt 20 Kilometer am Tag fahren. Ich finde das sehr gut gelaufen. Es kam eine große Resonanz. Es war auch eine Resonanz aus dem Publikum. Genau das wollten wir eigentlich auch erreichen, dass die Menschen hier über Grenzen hinweg, nämlich über Grenzen der Politik, über die Wissenschaft und die Industrie hinweg diskutieren.